Okay, die sind down. Das ging schnell. Oh, jetzt kommt aber der Teresino. Komm mal zu mir. Oh, er hat sich erschreckt. Hallo und willkommen zurück in unserem kleinen Wildniscamp hier in Ark the Hunted. Wir sind endlich wieder ein Stück weiter in unserem kleinen Camp. Direkt hier unten haben wir letzte Episode, leider Hermine verloren. Und da fand der große Kampf gegen die ganzen Teresinos statt. Super verrückt. Jetzt müssen wir natürlich weitermachen und irgendwie nach Hause kommen. Das ist erstmal der nächste Schritt. Und dann möchte ich natürlich wieder hierher kommen und den kleinen Teresino einpacken. Das wäre super cool, wenn wir das irgendwie hinkriegen würden. Und ich habe da auch schon mal so einen kleinen Plan entwickelt. Ich habe so ein bisschen Rüstung gecraftet, dass ich wenigstens eine Hose anhabe. So eine einfache Lederrüstung. Und ich denke, ich mache mich jetzt mit Fred auf den Weg nach Hause. Ich lasse unsere Raptoren und Mina lasse ich mal hier. Die können, glaube ich, ziemlich gut auf sich selber aufpassen. Das haben sie ja schon ganz gut bewiesen. Also um die mache ich mir am wenigsten Sorgen. Und wir gehen fix nach Hause, bringen erstmal alles weg, was wir so tragen können. Das ist nicht allzu viel, aber immerhin so ein bisschen was. Ich glaube, wir gehen jetzt mal auf 2000 Hitpoints, oder? 270% Mili-Damage ist schon ziemlich gut. Kann man mitarbeiten. Ja, also wir packen jetzt Fred voll. Das habe ich schon mal gemacht. Ich habe alles eingepackt, was wir so an leichteren Sachen dabei haben, plus die Eier und so. Wir haben so ein paar Trike-Eier gefunden. Ich habe auch wieder ein Raptor-Ei mit dabei. Und ich glaube, das Mikroraptor-Ei habe ich aufgegessen. Das war auch nicht befruchtet, das war nur so ein normales Ei, was da irgendwo... Schmarrn, das war ein Hesperornis-Ei, ne? Das habe ich, glaube ich, aufgegessen. Na gut, irgendwas muss man ja essen. Und wir machen jetzt einfach auf so eine kurze... ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Also wir versuchen jetzt einfach mal Harakiri da alleine durchzukommen. Und ich denke, das werden wir auch schaffen. 2400 Hitpoints. Gehen wir mal so ein bisschen auf Sicherheit wieder. Weniger auf Risk hier. Ich hatte bei Hermine auch ein bisschen viel Gewicht gelevelt. Aber das hätte sie auch nicht gerettet, wenn wir mehr Hitpoints gehabt hätten. Also die hatte einfach gar keine Chance mit denen. Die ist ja gegen drei Teresinos hat die gekämpft, glaube ich. Ne? Das ist einfach zu viel auf einmal. Also wir versuchen mit... Oh, sind wir so langsam? Ach, wir sind im Zweifüßlerstand, oder? Ja, so ist besser. Gut, wir versuchen jetzt mit Fred nach Hause durchzustoßen. Ich glaube, wir schaffen das, weil Fred echt schnell ist. Wir sind bis an den Hals beladen, also mehr kann ich nicht tragen, es sei denn wir... Ja, wir werden dann langsamer, wenn ich mehr einlade. Das heißt, wir müssen jetzt so nach Hause. Die Richtung sollte ungefähr stimmen. Und dann müssen wir das hier wiederfinden. Ja, das ist auch wichtig. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. Auf jeden Fall sollten wir so relativ gut durchkommen. Und ich glaube, das ist fast weniger risikoreich als mit den Raptoren. Das ist wieder ein Teresino hier. Es ist so dunkel in den Wäldern. Das ist unglaublich. Ich sehe nichts. Vor den meisten Tieren können wir fliehen. Raptoren wären noch ziemlich gefährlich für uns. Ah, ich stecke fest. Okay. Nicht so einfach das Ganze. Raptoren wären, glaube ich, fast das Gefährlichste, was wir treffen können. Terrorbirds wären auch fies. Da unten ist nichts. Sind wir schon? Wir sind schon am Strand, ne? Oh, das geht so schnell und easy. Wir sind aber falsch. Okay, wir sind zu weit im Süden. Aber der Weg ist einfacher zu finden, ne? Da unten läuft ein Moshops oder sowas. Guck mal, die Fackel wieder weg. Brontos? Ja. Also so kommen wir ganz gut durch und können fliehen notfalls. Mit den Raptoren müssen wir halt immer kämpfen. Also wenn wir so viele Dinos dabei haben, müssen wir so oder so immer kämpfen, weil da immer mal einer hängen bleibt oder so. Das ist viel zu gefährlich, da zu fliehen. Aber so können wir hier ganz fix durchrennen. Dann gehen wir jetzt nach Hause, bringen die Ressourcen weg, reparieren unsere Ghillie-Suit und dann machen wir uns auf den Rückweg. Und dann schauen wir nochmal, ob wir den Teresino mitnehmen können. Außerdem gab es da ja noch mindestens einen Chalico. Also die ganze Gegend ist so interessant, dass wir da auf jeden Fall wieder hin müssen. Ich möchte mich da jetzt nicht einfach geschlagen geben, sondern wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und hoffentlich schaffen wir es da irgendwie so ein bisschen was mit nach Hause zu bringen. Das ist halt echt schwierig, weil es... Naja, wir haben gesehen, wie gefährlich das da ist. Da muss ich gar nicht viel dazu sagen. Die Gegend ist einfach super risky. Okay, wir sind aber fast schon zu Hause. Da kommen wir nicht durch. So.
Ja, da sind wir dann auch schon. Dann geht's erstmal ins Ausladen. Ich glaube, wir brauchen ansonsten nicht viel. Wir nehmen, glaube ich, auch keine anderen Dinos mit. Wir haben eh keine Raptoren mehr. Die Dillos brauchen wir, glaube ich, auch nicht unbedingt. Die sind auch super langsam und da wird der Hinweg wieder so schwer. Wir könnten ein paar Parasaurier mitnehmen. Die könnten Sachen für uns tragen. Ne? Wir könnten auch Wilma mitnehmen eigentlich. Aber ich glaube, am sichersten ist einfach, wenn wir alleine aufbrechen. Ansonsten besteht da wieder das Risiko, dass irgendwas schief geht. Ich weiß nicht, ob wir das unbedingt wollen. Gut, also das wäre schon mal geschafft. Ich nehme euch auf jeden Fall jetzt überall mit hin mit, weil das doch ziemlich risky ist alles. Super gefährlich. Und da kann immer irgendwas passieren. Also das ist einfach mega spannend. Ich lade jetzt mal aus, repariere die Rüstung. Wir haben noch ein bisschen Organic Polymer, glaube ich. Wo ist denn das? Da. Oh, wir haben noch 28. Reicht das? Das könnte schon so ein bisschen eng werden, ehrlich gesagt. Schauen wir mal, ob wir die Rüstung reparieren können. Repair. Ja, das kostet nur 2. Repair. Okay, das passt. Gut. Aber wir müssen auch noch die Brustrüstung reparieren. Die ist auch ziemlich durch. Die ist jetzt hier gelandet. Und die kostet 6 Polymer. Okay, dann haben wir noch 28 übrig. Das können wir doch eigentlich stacken, oder? Das stackt nur bis... Ich glaube, das stackt nur bis 20, ne? Gut. Ein bisschen Polymer haben wir noch übrig. Wir sollten eigentlich eine zweite Ghillie-Suit mitnehmen, aber ich glaube, die ist zu teuer, oder? Wenn wir die komplett neu craften. Obwohl, die kostet 6. Und 8 kostet die Hose. Wir könnten uns eine zweite Ghillie-Suit mitnehmen. Wollen wir das machen? Wieso? Moment. Ghillie? Polymer? Ich habe doch gar kein Polymer. Organic Polymer? Ich habe 81 Organic Polymer? Was ist das denn? 81. Wir haben irgendeine Ressource, die als Organic Polymer zählt. Ich glaube, das ist dieses Chagrin, oder? Davon haben wir 60, 70, 78. Gilly? Okay. Ist es das? Oder ist es was anderes? Okay, da habe ich irgendwas Neues rausgefunden. Das ist... Can be used in place of organic polymer. Wow, das ist total gut. Chagrin Hide. Also von den Spinos bekommt man praktisch organic polymer hier in der Hand. Oh, das ist ja mega cool. Dann hätten wir die Rüstung reparieren können. Ich hätte nur mal nachschauen müssen. Oh je. Okay, dann würde ich sagen, craften wir uns einfach noch eine Ghillie Suit. Dass wir da Ersatz haben, weil ich gehe davon aus, dass die auch wieder ziemlich schnell durch ist. Die halten bei mir nicht so lange. Wir brauchen noch Schuhe. Da fehlt uns Hide. Gar kein Problem. Ja. Ziehen wir mal die erste direkt wieder an. Wir haben eine ziemlich gute Brust gefunden irgendwo. Das ist auf jeden Fall cool. Da haben wir halt dann jetzt nur eine normale im zweiten Set. 1, 2, 3, 4 und die Schuhe fehlen noch. Die Schuhe. Leder. Bam. Okay, dann haben wir 2 Ghillie-Suits. Ansonsten brauchen wir jetzt, glaube ich, nichts. Ich habe noch ein paar Pfeile. Wir könnten uns eine Schrotflinte bauen. So eine abgesägte Schrotflinte wäre ziemlich cool, ne? Vielleicht machen wir das. Weil das wäre schon ein Upgrade für uns. So eine Shotgun. Oder? Die ist halt auch mega teuer. Ich muss ja die Munition dann wieder herstellen. Aber im Prinzip können wir das eigentlich mal machen. Wir brauchen ja eigentlich nur Metall, ne, für die Munition. Bauen wir uns mal so eine Schrotflinte. Da muss ich dann noch die Ammo für craften. Für die Simple Bullets brauchen wir Gunpowder und Metal Ingots. Wir haben sowieso überall jede Menge Charcoal in den Fackeln und so. Also das ist gar kein Problem für uns. Dann nehmen wir die noch mit. Die macht mich wieder so ein bisschen stärker. Die, ich weiß nicht, in welchen Slot wir die dann packen. Vielleicht den 7er Slot. Aber das sind die Verbände, die brauche ich eigentlich auch hin und wieder, weil es doch ziemlich gefährlich ist. Also man braucht ziemlich viel Zeug hier in der Hand, um überhaupt halbwegs zu überleben. Wir können ein bisschen Fleisch noch einpacken. Das kann ich mir aber notfalls auch vor Ort grillen. Also die wichtigsten Sachen haben wir dann, glaube ich, schon und können wir gleich wieder aufbrechen. Oh yeah, jetzt haben wir endlich mal wieder eine Doppelläufige. Super cool. Die sind ziemlich stark eigentlich am Anfang. Wenn man keine anderen Waffen hat, so wie ich, dann sind die, glaube ich, eine ganz gute Wahl.
die machen auch ziemlich viel Spaß. Okay, bevor wir jetzt aufbrechen, müssen wir unbedingt noch für Hermine so einen Grabstein hier aufstellen, so einen Gravestone. Wir werden dich nie vergessen, Hermine. Super traurig. Rest in peace, Hermine. Du warst ein guter Stego. Super traurig, aber passiert hin und wieder in Arc. Gerade hier in The Hunted, das ist super gefährlich. Wenn wir irgendwo rausgehen, müssen wir immer damit rechnen, dass wir mit weniger Dinos zusammenkommen, zurückkommen, als wir gestartet sind. Du kriegst noch eine kleine schöne Fackel. So. Also, ich hoffe, dass Hermine da unser einziges Tier bleibt. Also, ist eigentlich nicht unser einziges Tier. Wir haben schon ziemlich viele Jungtiere, glaube ich, verloren. Aber die Jungtiere, denen gebe ich ja extra keine Namen. Bevor die nicht sicher nach Hause gekommen sind, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Das Risiko, dass man die verliert, ist einfach viel zu groß. Okay, wir starten wieder mit Fred und machen uns auf den Weg zurück zu unseren Raptoren. Wir sind jetzt erstmal ganz gut ausgestattet. Wir haben zwei Rüstungen dabei, wir haben eine neue Waffe und leeres Inventar, ne? Moment, nee, ich muss noch ausladen. Ich habe noch nicht alles ausgeladen, das muss ich auf jeden Fall noch machen. Also die Ressourcen, die wir da teilweise finden, sind schon echt cool. Wir können ja auch die Scaled Hide, die so super schwer ist, die können wir als Silica Pearls verwenden. Das ist praktisch der Silica Pearl Ersatz. Das hier ist der Fiber Ersatz, also es macht auch Sinn, das mitzunehmen. Da brauchen wir auch mal viel von. Diese Quill Hide ist, glaube ich, eine spezielle Ressource. Okay, die Beeren nehmen wir wieder mit und die Seeds wiegen eh nichts, die können wir auch wieder mitnehmen. Okay, das bringen wir noch schnell weg. Direkt in den ersten Tisch hier. Wir haben sowieso ziemlich viele Ressourcen aktuell, also wir können mal wieder so ein paar interessante Sachen craften. Die Tische sind alle voll. Und jetzt können wir dann auch starten. So, Fred, wie sieht's aus? Jetzt ist das Inventar leer. Gut. Wir können auch noch mal ein bisschen hochleveln, ne? Ein Punkt, okay. Den stecken wir dann in Midi Damage. Auf geht's. Fred! Los! Hör auf, mit dem Schwanz zu wackeln. Na also, geht doch. Fred freut sich immer, wenn man ihn hochlevelt. Ja, und dann gucken wir jetzt nochmal, ob wir mit der Ghillie Suit irgendwie an den Teresino rankommen, so dass wir den praktisch passiv zähmen können. Das wird ziemlich spannend. Wir haben ja schon gesehen, der lässt uns nicht nah ran, also das könnte ein bisschen schwierig werden. Aber ich glaube, in der Ghillie Suit kriegen wir das schon irgendwie hin. Also ein Teresino wäre halt das Allercoolste, was wir überhaupt uns ranschaffen können. Und dann hätte ich auch gerne nochmal so ein Charlico mitgenommen. Also müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch eins von den Charlicos, die da rumgelaufen sind, zähmen können. Das ist halt auch wieder ziemlich schwierig. Da müssen wir wieder den ganzen Weg zurück zu dem Flüsschen. Oh, hier gibt es Insekten und Onyx. Egal, wir rennen jetzt einfach durch. Also, wir haben praktisch unendlich Stamina, wie es aussieht. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Verlieren wir überhaupt Stamina? Nö. Okay, gehört das so? Ich weiß nicht recht. Das ist ein bisschen ulkig. Ich weiß nicht, was da los ist. Na, guck mal auf die Map. Oh, oh. Ich glaube, das waren Trudons. Wir müssen, glaube ich, noch höher. Ich hoffe, ich finde das wieder. Könnte ein bisschen schwierig sein, aber ich denke, wir kriegen das schon irgendwie hin. Oh. Hier gibt es überall Trudons, glaube ich. Das ist ein Kano? Okay, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wir müssen weiter nach Norden. Da war ein Teresino. Wir sind jetzt ganz in der Nähe von der großen offenen Ebene, wo die Teresinos rumgelaufen sind. Okay, da sind wir. Ja, so aus irgendeinem Grund verlieren wir kein Stamina. Da ist das Raptor-Nest. Und das sieht auch aus wie ein junger Teresino. Der ist auch noch nicht ausgewachsen. Da ist schon der erste. Hier ist das Raptor-Nest irgendwo. Glaube ich. Was ist das? Das ist ein Patchy-Nest. Rote Eier sind das. Okay. Und das Raptor-Nest muss irgendwo in dem Nebel hier sein. Genau. Das ist das Raptor-Nest. Die Eier habe ich schon mitgenommen. Die sind schon zu Hause. Oh, da kommt Patchy. Der findet es nicht so gut, dass wir die Eier mitgenommen haben. Okay, den nehmen wir mal mit hier runter. Jetzt gucken wir kurz, wie es unseren Tieren geht. Denen geht es aber allen gut. Das heißt, wir könnten theoretisch wieder aufbrechen und versuchen, den Teresino zu zähmen. Das ist ja jetzt ein Subadulter, ne? Der wäre ein bisschen einfacher durchzubringen, weil der nicht so lange noch wachsen muss. Der ist schon recht groß. Ich glaube, wir gehen mal
Oh, jetzt kommen die beiden halt, ne? Wollen wir unsere Dinos gleich mitnehmen? Sollten wir vielleicht, das ist sicherer. Sonst werde ich bestimmt gefressen. Okay, kommt mal alle mit. Fresst mal die beiden Kollegen da. Oh, das sind jetzt schon drei. Fresst die mal auf. Die fand es nicht so gut. Oh, fresst die. Los. Holt sie euch. Okay, der erste ist down. Easy peasy. Mina, wo kommst du denn her? Die. Oh, der hat aber lange überlebt. Mina, hör mal auf damit. Komm mal mit. Wir gehen weiter. Okay. Und, oh, da ist ein großer Teresino. Wir versuchen diesen... Der ist da drüben, ne? Das ist auch ein großer. Hier sind halt überall wieder Teresinos und mit denen haben wir schon so schlechte Erfahrungen gemacht. Egal, also wir wissen, dass wir die schaffen. Wir sollten die fast sogar angehen. Weil dann das Risiko... Da ist der Junge. Weil dann das Risiko geringer ist, dass wir später das ganze Rudel gleichzeitig bekämpfen müssen. Was? Die sind... Adolescent? Die sind beide noch nicht ausgewachsen. Das sind beides noch subadulte Tiere. Okay. Moment. Okay, ihr könnt hier bei Fred bleiben. Wir schleichen uns jetzt an. Ich habe Karotten dabei. Mögen Teresinos Karotten? Wisst ihr das? Komm schon. Das ist super easy. Wir müssen noch nicht mal schleichen. Mit der Ghillie Suit geht es. Wow. Also ein riesen Upgrade, die Ghillie Suit. Das macht einen riesen Unterschied. Okay. Also wenn der mich... Also wenn der aufgeschreckt wird, wenn der Angst vor mir hat... Oh, 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 oh. Nichts wie weg. Schnell, 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 schnell. Okay. Mach die weg. Mach sie weg. Kommt schon. Okay. Okay, die sind down. Das ging schnell. Oh, jetzt kommt aber der Teresino. Komm mal zu mir. Oh, er hat sich erschreckt. Der Patchy Rhino, der alleine unterwegs ist, der traut sich nicht. Der hat zu viel Angst vor uns. Vor dem müssen wir uns, glaube ich, nicht fürchten. Okay. Gut. Nicht so gut, weil der jetzt Angst hat und wegrennt, ne? Aber gut genug. Ich glaube, dem verpassen wir nochmal einen Pfeil hier ganz fix. Oh doch, der ist noch aggressiv hier, oder? Nee, der hatte nur Angst. Okay. So. Wo sind die hin jetzt? Jetzt müssen wir die wiederfinden. Und wir verlieren ja... Okay, die sind alle bei Fred. Wir verlieren ja Effektivität, wenn wir zu lange warten. Das heißt, wir müssten den eigentlich jetzt ganz fix zähmen, theoretisch. Das ist ein Nest, glaube ich. Zwei Nester. Jawoll! Except! Wir haben einen Teresino! Wie cool ist das denn? Was sind das für Nester? Das sind Patchy Rhino Nester. Deswegen sind die so aggressiv hier in der Gegend, weil die hier Nester haben. Okay. Ich glaube, irgendwo ist ein Chudon in der Gegend oder sowas. Wir bringen den jetzt erstmal zu unserem Rudel. Okay. Der ist auch schon ganz schnell. Der ist ja schon ganz groß. Mega cool. So, bleib mal hier. Du kriegst direkt ein bisschen was zu essen. Na, wir haben wieder nichts. Dann sammeln wir fix ein paar Beeren. Die gibt es ja überall. Triff mal. Okay. Nicht so einfach. Du kriegst, aber du kriegst gleich ein paar mehr. Du kriegst zwei Stacks. Weil du ein großer bist. Okay. So, was zu essen. Und dann kannst du hier ganz gemütlich auswachsen. Und unser Rudel beschützt dich hoffentlich. Okay. Der ist schon zur Hälfte ausgewachsen. Mega cool. In 15 Minuten will er irgendwas. Da müssen wir dann nochmal gucken, ob wir den vielleicht imprinten können. Und jetzt gucken wir nochmal ganz fix, ob wir den anderen noch finden. Der hatte ja noch ein Geschwistertier. Ist er? Ja, das ist... Wieso, hat er jetzt Angst? Nee. Der ist schon Level 8. Okay. Also die Jungtiere, die können auch schon ein höheres Level haben, ne? Ich habe ihn erschreckt. Okay. Also wir waren ziemlich nah dran, hat aber nicht funktioniert.
Das ist wohl nicht ganz so einfach. Ich gehe jetzt einfach nochmal ein Stück zurück, weil ich glaube, wenn wir ein bisschen weiter weg sind, dann beruhigt er sich ziemlich schnell. Wir müssen nur so ein bisschen sehen, wo der hinläuft. Okay, also der ist jetzt da hinten unten unterwegs. Mal gucken, ob wir den wiederfinden. Das ist gut hier. Hier sind nicht so viele Große in der Gegend. Okay, erstmal was essen. Das ist echt ein bisschen nervenaufreibend. Vor allem sich an so einen großen Teresino ranzuschleichen. Der sieht ja schon fast so aus, als wäre er ausgewachsen. Da ist ein Großer. Ich glaube, der ist ausgewachsen. Nee, der ist auch noch nicht ausgewachsen. Okay. Der ganze Wald ist voll von Subadulten. Wir sollten die öfter checken, weil viele von denen sind ja noch nicht ausgewachsen. Der läuft aber immer im Kreis, den erwische ich nicht. Oh oh. Die sind so schnell. Geh mal geradeaus. Der ist ein bisschen verwirrt, der weiß überhaupt nicht, wo er hin will. Aber ich habe eine Karotte für dich. Ich weiß, du magst Karotten. Der ist gar nicht zähmbar. Okay. Ich habe das immer noch nicht ganz raus. Vielleicht kann man nur bestimmte Jungtiere zähmen. Weil unserer ist ein Level 1er. Vielleicht kann man nur die Level 1er Jungtiere zähmen und nicht die anderen. Wir gucken nochmal nach dem anderen, was das für einer war. Ich glaube, der war auch höher, ne? Der ganze Wald ist voller Teresinos. Wo ist denn der andere Kollege? Für die Tiere lohnt sich wirklich jedes Risiko. Der ist ausgewachsen. Weil die sind, glaube ich, ziemlich stark, wenn die erstmal ein bisschen älter werden. Level 20. Also wir können wohl nur die Level 1er zähmen. Mehr sehe ich jetzt nicht. Ich glaube, das war unserer. Hört ihr das? Ist schon wieder ein Raptorrudel in der Nähe. Dann gehe ich besser zu unseren Tieren zurück. Wenn die mich erwischen, die zerpflücken mich total. Okay. Ja, was machen wir jetzt? Wir könnten jetzt nach Hause gehen. Wir könnten den häuten. Das machen wir mal fix. Oder wir gehen nochmal los und gucken, ob wir noch Chalikos und Käfer finden. Weil die gibt es ja überall. Wir brauchen beides dringend. Ich glaube, wir machen das. Weil um unseren Teresino mache ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen. Der ist super schnell, der ist super groß. Der hat wahrscheinlich mehr Hitpoints als alle anderen Tiere zusammen, die wir dabei haben. Also ich gehe mal davon aus, dass dem nichts passiert. Da ist ein Pidgey Rhino. Worauf wir gucken müssen, ist, dass alle Tiere immer genug zu essen haben. Wir können jetzt auch mitten durch die Ebene gehen, weil die Teresinos haben wir ja schon alle gemeuchelt. Okay. Ja, also hier kennen wir uns jetzt langsam so ein bisschen aus. Hier fühle ich mich auch schon so ein bisschen sicherer. Gucken wir mal, dass die alle genug Futter haben. Du hast noch was. Kannst du mal aufhören, hier rumzuschwänzeln, bitte? Dankeschön. Du hast sowieso noch genug. Du hast auch noch ein bisschen was. Mina hat nichts mehr zu essen. Hat aber auch noch nicht viel Hunger, okay. Also Mina müssen wir wieder füttern. Und dann haben wir hier hinten noch zwei Raptoren-Kollegen. Die müssen wir auch noch fix abchecken. Das ist alles nicht so einfach. Ihr seht das. Wir haben noch genug. Und könnt ihr mal stillhalten, bitteschön. Ein bisschen wenigstens. Danke. Der hat auch noch was zu essen. Und Papa. Okay. Also wir müssen Mina vor allem füttern. So, jetzt könnt ihr wieder alle mitkommen. Und wir gucken, ob wir irgendwo hier in der Ebene unseren kleinen Teresino wiederfinden. Da ist er. Ich habe ihn schon. Easy. Easy peasy. Der ist direkt hier. Im Nebel. Nicht gefunden. Was ist denn das da hinten für einer? Gucken, ob wir den finden. Der ist auch ein Level 1er. Den können wir auch zähmen. Okay. Moment. Wartet mal hier. Da ist ein Baby Parasaurus. Magst du eine Karotte? Die sehen total süß aus, die Kleinen. Der will auch nichts. Irgendwas mache ich falsch. Der hat sich jetzt erschreckt, aber hier ist kein Großer in der Gegend. Also das ist jetzt kein Problem für uns. Jetzt gucken wir nochmal, was der hier macht. Irgendwas klappt da gerade nicht.
Vielleicht muss man crouchen, damit es geht. Wir müssen auf jeden Fall super nah ran. Ich glaube, ich muss crouchen, damit es überhaupt funktioniert. Aber ich habe doch beim ersten Mal nicht... Also bei dem, den wir schon gezähmt haben, den habe ich gefüttert, ohne zu crouchen. Also ich glaube, man muss nur sehr nah ran und der Schwanz ist manchmal im Weg oder so. Die haben eine komische Hitbox und sowas in der Art. Wir müssen echt ein bisschen aufpassen hier im Nebel. Ich bin sehr mutig, dass ich hier so alleine rumlaufe. Okay. Gleich. Da liegt der Tausendfüßler, der ist tot. Kannst du mal in die andere Richtung gehen? Karotte! Bam! Accept! Oh, das bist du! Oh, jetzt hatte ich aber echt Schiss. Ich habe nur das Getrampel gehört. Da ist noch ein Teresino! Was ist denn los? Atroplera. Der hat Gift dabei. Und Chitin. Das nehmen wir auch wieder mit. Super cool. Also das ist das absolute Paradies hier. Das Problem ist nur, von hier aus nach Hause zu kommen mit dem, was man hier findet. Das hat beim letzten Mal nicht so gut funktioniert. Ich hoffe, wir sind ja dieses Mal erfolgreicher. Chitin. Bam. Okay. Dann holen wir erstmal das Rudel. Und dann versuchen wir, den anderen auch noch mitzunehmen. Weil Teresinos sind echt gut. Mit denen können wir Ressourcen sammeln. Die sind super stark. Ist Mina noch dabei? Ja. Mina ist die langsamste. Okay. Da ist ein Baby-Iguanodon. Dann müsste hier irgendwo noch der Kollege Teresino unterwegs sein. Da ist ein Patchy-Rhino. Teresino? Wo ist er denn? Die können so schnell verschwinden, das ist unglaublich. Das sind große, also da ist wieder so ein bisschen Gefahr für uns. Oh, der kommt jetzt auch wieder. Ja, mit den Teresinos lege ich mich lieber nicht nochmal an. Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Wir müssen die Episode hier leider beenden. Ich habe hier in der spannenden Welt von Ark the Hunted so ein bisschen die Zeit aus den Augen verloren. Wie die Expedition weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Episode. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, macht's gut!